Ja, es geht wieder um ein traditionelles Unternehmen mit 150 Jahre Tradition, Bayer. Und hier die Frage, wie dieses Unternehmen mit seiner Struktur den Transformationsprozess bewältigt. Also es ist ja so, ich finde ja auch immer interessant, wo sich die neuen Potenziale und Geschäftsfelder eröffnen mit der Digitalisierung. Und gerade der Bereich Digital Health ist einer, den ich persönlich extrem spannend finde und wo ich auch denke, da können wir sehr viele Werte generieren für uns, also auch unsere Lebensqualität erhöhen. Somit hat natürlich Bayer wahrscheinlich auch den Vorteil, jetzt die digitale Transformation seinen Mitarbeitern mit dem Sinn und den Werten näher zu bringen. Aber wie sie das tatsächlich machen, das wird uns jetzt gleich Sebastian Kohlberg näher bringen. Er leitet das Change Management bei Bayer und er hat mehr als 14 Jahre Erfahrung im Bereich Fortbildung, Führungskräfteentwicklung und internationalen Transformationsprojekten. Und ich bin sehr gespannt jetzt auf die Inhalte. Einen herzlichen Applaus, Sebastian Kohlberg. Ja, herzlich willkommen. Eine große Ehre, heute hier zu sein. Ich habe schon mal so ein bisschen nachgeguckt auf Twitter. Der Hashtag ZPEurope19 taucht da vereinzelt auf. Für mich selber ist Twitter Learning Tool Nummer 1. Insofern scheuen Sie sich nicht davor, das, was ich jetzt auch erzähle, zu Twitter, damit alle Ihre Kollegen davon auch noch was haben. Wenn Sie mich taggen wollen, finden Sie mich unter @kolsepp dort auch. Ja, digitale Transformation bei Bayer. Wir bei Bayer stehen für Science for a Better Life und digitale Transformation ändert eine ganze Menge im Moment. Das merken wir in unserem täglichen Privatleben, in der Art und Weise, wie wir interagieren. Das merken wir natürlich aber auch im Geschäft. Als ich im Vornherein gefragt wurde, was ist eigentlich das Wichtigste? Das Wichtigste ist die Vision. Weil ich glaube, hinter der Vision können sich die Mitarbeiter tatsächlich wiederfinden. Und wenn wir angucken, wie sich diese Welt im Moment verändert, dann sind es definitiv zwei Dinge, die gleich bleiben. Und das ist nämlich die Frage, wie ernähren wir nachhaltig eine immer größer werdende Weltbevölkerung und wie gehen wir eigentlich mit dem Thema Gesundheit um und welche Lösungen, auch digitalen Lösungen, können wir dort bereitstellen. Insofern ist die Vision, auf der wir alles aufbauen, tatsächlich, wir wollen weltführende Lösungen erzeugen im Bereich Gesundheit und Ernährung. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen, was heißt das eigentlich? Um das etwas verständlicher zu machen, haben wir das für uns so definiert, dass wir das runtergebrochen haben auf drei verschiedene Bereiche. Das erste, und das ist, glaube ich, für viele von uns offensichtlich auch im tagtäglichen Erleben, ist die Frage, wie sieht eigentlich eine digitale Kundenerfahrung aus? Es ist jetzt nicht so, dass wir E-Commerce oder sowas nicht schon vorher gehabt hätten, das ist jetzt kein neuer Trend, aber die Frage, wie sind wir in der Lage, mit Kunden zu interagieren über Apps? Wie können wir viel zielgerichteter auch Markenbildung treiben, in Social Media zum Beispiel, welche digitalen Produkte tatsächlich, jeder kennt diese Armbänder, Fitness-Tracker und so weiter, wo helfen die uns eigentlich? Also die Daten zu erfassen ist das eine, aber die andere Frage ist ja, wie können wir Gesundheit tatsächlich fördern? Und das heißt, ein großer Bereich ist die Frage, die Digitalisierung der Kundenerfahrung. Das zweite, und das ist auch relativ offensichtlich, ist das Thema Digitizing Operations, die Digitalisierung der tagtäglichen Geschäftsprozesse. Blockchain ist ein so ein Beispiel. Blockchain kennt jeder von uns als Bitcoin. Das geht mal hoch, mal runter, wird kritisch gesehen. Was ist eigentlich das Konzept hinter Bitcoin? Es geht zum Beispiel darum, Daten sicher zur Verfügung zu stellen. Und wenn wir uns dann angucken, wie unsere Produktionsprozesse laufen, stellen wir zum Beispiel Medikamente her. Die sollen natürlich auch das richtige Medikament am richtigen Ort sein und nicht irgendeine Fälschung. Also die Frage ist, wie können wir Technologie, auch moderne Technologie einsetzen, um Lieferketten sicher zu machen und nachvollziehbar tatsächlich zu machen, dass Sie als Kunde davon profitieren. Künstliche Intelligenz. Tja, künstliche Intelligenz haben wir hier bei HR ganz viel im Moment. Alle möglichen Chatbots, wo künstliche Intelligenz dahinter ist. Ein sehr bekanntes Thema ist Image Recognition. Das ist auch ein Beispiel, worüber ich sprechen kann. Image Recognition, das kennen Sie alle. Sie laden irgendwo ein Foto hoch, zum Beispiel bei Google, und dann können Sie automatisch erkennen, wer das eigentlich ist, weil das dort schon erkannt wird. Im Gesundheitsumfeld ist das ganz spannend, weil wenn Sie sich angucken, wie findet heutzutage eigentlich Diagnose zum Beispiel statt von gewissen Krankheiten, dann gibt es MRT-Bilder oder CT-Bilder und dann guckt da ein Arzt drauf und basierend auf dem, was er sieht, trifft da eine professionelle Entscheidung.
Wenn wir jetzt anfangen, in diesem Umfeld tatsächlich künstliche Intelligenz anzuwenden, die sich diese Bilder anguckt und dann den Arzt dabei unterstützt, tatsächlich die richtige Diagnose zu treffen, dann ist das ein Quantensprung. Kann man sagen, naja, wir haben in Deutschland aber überall hoch ausgebildete Ärzte, ja, haben wir. Aber wir sind ein globales Unternehmen und Sie können sich vorstellen, dass nicht überall in der Welt auch die tatsächliche Kompetenz und die Erfahrung dort vorhanden ist. Also hier haben wir wirklich eine Möglichkeit, durch den Einsatz von so einer Technologie einen wesentlichen Unterschied zu machen, um Menschen dabei zu helfen, auf der einen Seite, dass ihre Krankheiten erkannt werden, aber natürlich auch, dass sie dann angemessen behandelt werden und zeitnah behandelt werden. Ja, und dann gibt es viel um neue Businessmodelle. Sie sehen hier die Drohne im Bereich Digital Farming. Also die Frage, wie bringen wir eigentlich gewisse Produkte auf den Feldern aus? Da haben wir mit Drohnen zum Beispiel die Möglichkeit, dass die über Felder fliegen und sich angucken über Imaging-Technologie, wie gesund ist das eigentlich? Und basierend auf diesen Daten, die da erzeugt werden, der jeweilige Landwirt dann Empfehlungen bekommt, wie gehen wir damit eigentlich um? In Digital Health hatte ich das Thema Fitbit-Tracker und sowas schon genannt, haben sie natürlich auch viele verschiedene Anwendungen. Also das ist erstmal so ganz grob die Beschreibung, wie wir unseren Mitarbeitern anhand von ganz konkreten Beispielen, die wir auch aus den eigenen Projekten darstellen, vermitteln, was heißt das eigentlich? Wir sprechen häufig davon, digitale Transformation ist Business-Transformation und am Ende wissen wir, es sind unsere Mitarbeiter, die den Unterschied machen. Gute Geschichten zu erzählen ist das eine, aber wie befähigen wir die eigentlich? Und noch eine Abgrenzung zu der Art und Weise, was heißt digitale Transformation? Das heißt natürlich nicht nur Mitarbeiterinnovation, sondern das heißt Innovation im Bereich R&D, das Eingehen von Partnerschaften im Bereich Open Innovation oder Social Innovation. Ich möchte heute über Employee Innovation sprechen. Wie können wir Mitarbeiter eigentlich oder wie nehmen wir Mitarbeiter auf die Reise, dass sie einen Beitrag leisten können zu dieser Geschäftsveränderung? Und wenn Sie sich dieses Thema anschauen, dann ist irgendwie völlig klar, es geht um Innovation, es geht um Innovationsmethodik. Und diese Innovation wiederum ist heutzutage häufig digital. Und dann gibt es viele Menschen, die sprechen im Moment über VUCA World, ja? Eine volatile Welt, die sehr komplex ist, die sehr ungewisses uncertain und die ambiguous ist. Für mich ist das so ein bisschen persönlich ein bisschen anders. Ich sehe VUCA, gibt es eine zweite Bedeutung für, die heißt Visionary, die heißt Understanding, die heißt Clarity und Courage und die heißt Adaptability und Agility. Einfach einen anderen Blick auf dieses Thema wenden und dann sind wir beim Thema Kultur. Wie gehen wir eigentlich an diese komplexen Lösungen? Die Zeiten, wo es vorhersehbare Ergebnisse gab bei der Anwendung neuer Technologie oder neueren Geschäftsmodellen, die sind vielleicht vorbei, wir wissen das gar nicht so genau. Die Kundenanforderungen verändern sich ständig. Das heißt, das klassische Lösen in einem zum Beispiel dezidierten, vorherbestimmten Team ist vielleicht nicht unbedingt das, was mich zum Erfolg bringt. Das heißt, die Frage ist, wie schaffen wir eine Kultur, in der Mitarbeiter bereichsübergreifend zusammenarbeiten, wo es ein starkes Vertrauen gibt, wo Entscheidungen dort getroffen werden, wo sie tatsächlich auch entschieden werden können und nicht auf 3 oder 4 Ebenen drüber. Und deswegen haben wir für uns gesagt, dieses ganze Thema Kulturwandel ist für uns ein Thema, da geht es um Verhaltensänderung. Das heißt, wir laden genau genommen unsere Mitarbeiter ein, genau zu überlegen, an welcher Stelle macht es eigentlich Sinn, jetzt den Kunden mit reinzunehmen, intern wie externen Kunden. Wie könnt ihr eigentlich noch besser zusammenarbeiten? Ja, ich spreche gleich noch über den Digital Workplace und Enterprise Social Network. Also welche neuen Methodiken haben wir eigentlich, dass Mitarbeiter wirklich übergreifend, und wir sind ein globaler Konzern, das heißt, wir sprechen über länderübergreifende Zusammenarbeit, wir sprechen über funktionsübergreifende Zusammenarbeit, wir sprechen über divisionsübergreifende Zusammenarbeit. Wie können wir das fördern? Und natürlich auch solche Themen wie Innovations- und Experimentieren, das ist so eine Fehlerkulturfrage. Wie gehen wir eigentlich mit Fehlerkultur um? Und all das braucht Vertrauen. Vertrauen zwischen Mitarbeitern und zwischen Führungskräften. Heute Morgen, und das finde ich passt jetzt ganz gut, heute Morgen hat Hubertus Heil darüber gesprochen, dass in Deutschland ca. 1,3 Millionen Jobs in den nächsten Jahren wegfallen werden. Das ist die prognostizierte Zahl der Bundesregierung und gleichzeitig sollen 2,1 Millionen neue Jobs entstehen. Das hat er sehr generalisiert gesagt. Das gilt aber natürlich für jedes Unternehmen. All die, die hier sitzen, arbeiten in Unternehmen. Das heißt, am Ende geht es um uns. Und wenn wir uns diese ganzen Megatrends angucken,
dann ist am Ende eines ziemlich klar. Es geht darum, dass Jobs sich verändern werden. Damit müssen sich auch die Fähigkeiten verändern. Dadurch müssen die Mitarbeiter lernen. Und was ich ziemlich interessant fand, war der Datenreport der Bundeszentrale für politische Bildung von 2006. Die haben sich nämlich mal angeguckt, wie viel lernt eigentlich durchschnittlich ein Mitarbeiter pro Tag. Das sind ungefähr 9 Minuten pro Tag. Wenn Sie das jetzt multiplizieren über 5 Jahre, dann landen Sie ungefähr bei 20 Tagen in 5 Jahren. Das ist das, was Mitarbeiter in Deutschland lernen. Und dann gucke ich mir den World Economic Forum Future of Jobs Report an. Und da steht dann ähnliche Zahlen drin im Sinne von, wie viele Jobs fallen weg und wie verändern die sich. Aber die kommen zu einem anderen Schluss. Die kommen nämlich zu dem Schluss, dass jeder von uns bis zum Jahr 2022 101 Tage lernen muss. Das heißt, wir haben hier eine signifikante Diskrepanz von dem, was wir im Moment tun und von dem, was sicherlich erforderlich ist. Lernen findet aber auf ganz verschiedene Art und Weisen statt. Und um das zu unterstützen, haben wir bei Bayer im Bereich der digitalen Transformation uns Gedanken gemacht, wie kriegen wir eigentlich die Mitarbeiter mit auf diese Reise? Und der erste Punkt ist immer die Frage, wie inspiriere ich eigentlich Mitarbeiter? Also was ist eigentlich die Vision? Was sind die Geschichten, die ich dahinter erzähle? Welche Lernangebote erstelle ich eigentlich? Und da geht es nicht nur um formales Lernen. Das kennen wir, jeder von uns kennt das. Es gibt Workshops oder Videos, die man sich anguckt. Aber es geht natürlich auch darum, was lerne ich eigentlich jeden Tag auf dem Arbeitsplatz? Was lerne ich über Projekte? Was lerne ich darüber, dass ich mit anderen Menschen interagiere? Dann sind wir bei dem Thema Collaboration. Wie kann ich eigentlich mit anderen zusammenarbeiten und dadurch lernen? Und dann die Frage, wie verbinde ich eigentlich all diese Menschen im Unternehmen, die tollen Menschen, die wir dort haben, die tolle Ideen haben und tolle Erfahrungen, dass dieses gegenseitige Lernen ermöglicht werden. Und wir haben dazu 5 Enabler aufgebaut, die uns so ein bisschen Guidance geben über all das, was wir dort machen, ob das jetzt Digitalisierung der Kundenerfahrung ist, Operations oder auch neue Businessmodelle. Und was wir dort gemacht haben, ist einmal einen Enabler aufgebaut, der heißt Create Digital Skills and Mindset. Welche Angebote können wir Mitarbeitern machen, damit die neue Skills lernen, neue Kompetenzen und auch welche Erfahrungen können wir schaffen, dass die innere Haltung sich verändert? Weil ich bin fest davon überzeugt, dass man ein Digital Mindset, das bin ich auch gefragt worden auf Twitter, als ich das mal getwittert habe, definieren Sie mal Digital Mindset und wie wollen Sie das verändern? Ich glaube, dass man das Mindset an sich, wenn wir das übersetzen, das ist die innere Haltung. In der Art und Weise, wie ich gelernt habe, wie meine Umgebung ist, habe ich eine gewisse Haltung und mit dieser Haltung gehe ich da an. Und wenn ich jetzt jemanden anspreche und sage, Sie müssen mehr kundenorientiert denken, dann kann ich das sagen, dann kann ich das auch nochmal sagen, kann ich auch ein Video zur Verfügung stellen, aber so wirklich hilft das nicht. Was helfen könnte, wäre, so einen Mitarbeiter einzuladen, in einem Design Thinking Workshop mal teilzunehmen. Und in dieser Erfahrung von Design Thinking tatsächlich dann festzustellen, wenn ich ein anderes Verhalten zeige, nämlich den Kunden sehr, sehr frühzeitig dort mit reinnehme, dann kriege ich ein besseres Ergebnis. Und das wiederum verändert dann das eigene Verhalten und die Art und Weise, wie ich über Dinge denke. Und dann haben wir auch ein Digital Mindset. Driving Data is an Asset, ein ganz wichtiges Thema. Alle sprechen über Daten. Dazu sind 2 Dinge notwendig. Das eine ist Daten. Datenqualität und aber auch die Plattform, um diese Daten nutzen zu können. Das ist mehr oder weniger eine technische Komponente auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind es ja Mitarbeiter, die auch Daten in Systeme eingeben. Also wie kann ich Mitarbeiter mit auf die Reise nehmen, zu verstehen, dass Daten, die in Systemen eingegeben werden müssen, auch in einer Art und Weise dort eingegeben werden, dass diese wiederverwendbar sind. Fair Data ist so ein Stichwort, was da eine Rolle spielt. Und darüber hinaus das Thema Data-Driven Decision-Making. Wir sprechen über Predictive Analytics und wenn Sie mal bei sich Ihre Kollegen fragen, jemand möge mal bitte Predictive Analytics erklären, dann ist das ziemlich viel Buzzwording. Und was uns natürlich begegnet, und das ist auch völlig normal, ist, wir alle kennen Forecasts, wir alle kennen Reports und auf dieser Basis haben wir Entscheidungen getroffen. Und die haben wir auch erfolgreich getroffen. Deswegen sind wir ja da, wo wir sind. Aber welchen Wertbeitrag kann jetzt eigentlich Data Science leisten, um wirklich eine bessere Entscheidung treffen zu können? Das ist auch eine Frage, wo ich mich doch mal intensiver mit beschäftigen muss. Wie wir das tun, erkläre ich gleich noch. Flexible, agile Technologie, sehr stark technologieorientiert. Welche Technologie nutzen wir ein, aber wie nutzen wir auch agile Methoden, um diese möglichst schnell zu entwickeln?
erste Minimum Viable Products auf den Markt zu bringen, die kontinuierlich dann weiterzuentwickeln. Optimized Digital Delivery and Collaboration ist etwas, ein Enabler, auf den ich persönlich sehr stolz bin, weil das, glaube ich, etwas ist, was einen wirklichen Mehrwert bringt. Sie haben sich nämlich bestimmt schon mal gefragt, wie Sie so ein großes Unternehmen haben mit über 100.000 Mitarbeitern in ganz vielen Ländern, wie kriegen Sie eigentlich das Wissen zusammen? Und dann stellen Sie fest, das hat ein Kollege auch getan, der hat gefragt, in unserem ESN, Enterprise Social Network, wer von euch arbeitet eigentlich an Chatbots? Und dann melden sich 15 Leute, die noch nie miteinander gesprochen haben. Und diese Leute jetzt zusammenzubringen und zu sagen, hey, was habt ihr eigentlich gelernt? Lass uns eine Community gründen, ist sicherlich der erste Schritt. Dann kann man gemeinsam arbeiten, ist gemeinsam schneller. Die zweite Frage ist aber, wie können wir das anderen zur Verfügung stellen? Und das ist dieser Digital Compass, ist so eine Landkarte genau genommen. Wenn Sie also ein Chatbot-Projekt machen, dann können Sie da reinschauen und stellen fest, das sind die Technologiethemen, die wir schon behandelt haben. Das sind Vendoren, mit denen wir zusammenarbeiten. Das und das sind die Regularien, die berücksichtigt werden müssen. Aber Sie finden auch ganz konkret die Ansprechpartner, die das schon mal gemacht haben. Egal, wo die sitzen. USA, Japan, China. Spielt überhaupt keine Rolle. Das heißt, das ist ein Tool, das sehr stark darauf zielt, Menschen in digitalen Projekten zu vernetzen. Anhand von bestimmten Themen, wo wir glauben, die wiederholen sich. Da macht es also einen Mehrwert, das tatsächlich für alle Mitarbeiter verfügbar zu machen. Und wir haben da mittlerweile über 20.000 Mitarbeiter, die auf dieser Plattform auch unterwegs sind und sich dort Hilfe und Support holen. Manchmal ganz konkret, weil sie ein Projekt haben, aber auch um zu lernen. Das ist also auch eine Form von Lernen, die aber nicht dem klassischen HR-Verständnis von Lernen entspricht, weil es ist weder ein Workshop, noch ist es ein Video. Aber es zeigt mir einen Prozess auf, anhand von ganz konkreten Beispielen, die tatsächlich durchgeführt worden sind und die mir dann dabei helfen. Und dann Ecosystems und Partnerships. Kein Unternehmen überlebt heutzutage oder ist nachhaltig erfolgreich, wenn es nicht Partnerschaften eingeht. Stichwort heißt bei uns Open Innovation. Das können Startups sein, mit denen man international in verschiedenen Ländern oder auch global zusammenarbeitet. Das können aber auch globale Technologieunternehmen sein, mit denen Partnerschaften eingegangen werden. Also auch das ist etwas, was wir natürlich zentral steuern und dann die jeweiligen Informationen zur Verfügung stellen. Es gibt so eine Landkarte und als ich gebeten wurde, hier zu sprechen, habe ich gesagt, ich hatte immer eine ganze Menge, über das ich sprechen kann. Ich suche mir mal ein paar Beispiele raus. Das heißt, über die hellblauen spreche ich gleich noch mal ein bisschen intensiver. Über die dunkelblauen einfach ganz kurz und ich glaube, das ist auch klassische HR-Arbeit. Wenn es um das Thema Leadership geht, natürlich passen wir unsere Leadership-Programme stetig an. Natürlich entwickeln wir neue Leadership-Programme, um zielgruppenspezifisch Menschen mit auf die Reise nehmen, zu sagen, was heißt das eigentlich, wenn wir jetzt hier über Digital Leadership sprechen? Was heißt eigentlich Followership? Was erwarten eigentlich auch jetzt die neue Generation, die an den Arbeitsplatz kommt? Haben die andere Erwartungen als wir vielleicht, als wir damals angefangen haben zu arbeiten? Also Digital Leadership sicherlich ein Schwerpunkt. Leadership Experience, und das ist auch so eine Thematik, die ich aus dem HR-Bereich sehr schnell erkannt habe. Wir haben häufig als HR gedacht, wir machen jetzt mal einen Plan und dann exekutieren wir den und wir wissen, wie es geht. Und dann kommen irgendwelche ganz engagierten, tollen Leute und organisieren einfach Sachen dran vorbei. Und das ist super. Und das Digital Leadership Experience ist etwas, was, oder das Leadership Experience Thema ist etwas, das ist entstanden in verschiedenen Ländern praktisch gleichzeitig. Die haben nämlich gesagt, da gab es Einzelpersonen, die haben gesagt, wir kennen ganz tolle Startup-Leader oder wir kennen auch andere Leader in unserem Land. Das sind für mich Role Models zum Thema Digital Leadership. Also laden wir die doch einfach ein und dann werden Veranstaltungen organisiert, wo diese eingeladen werden und es dann gemeinsame Diskussionen auch mit dem eigenen Management oder mit den eigenen Führungskräften gibt. Ein ganz simples, einfaches Format, aber sehr nachhaltig. Und sowas können Sie global gar nicht steuern. Ja, also hier auch das Vertrauen zu haben in die Menschen, die in dem Unternehmen einfach selbstständig solche Sachen machen, ist unheimlich wertvoll. E-Learning Library ist, glaube ich, heutzutage ein Must. Wer das nicht hat, der verpasst was. Am Ende geht es nicht darum, es gibt Mitarbeiter, die sind ganz konkret schon davon betroffen, dass etwas stattfindet, eine Veränderung an ihrem Arbeitsplatz. Aber es gibt ganz viele Mitarbeiter, da ist das im Moment noch gar nicht der Fall. Aber auch diese Mitarbeiter, und das ist die Thematik, die ich gerade eben schon angesprochen hatte, mit den 101 Tagen Lernen, wie lernen diese Mitarbeiter, wie nehme ich die auf die Reise? Wir haben dort ein E-Learning Backbone eingekauft, genau genommen, mit Videos, E-Learning, E-Books, wo Mitarbeiter reingehen können und sich fortbilden können, und zwar zu den Themen, die sie interessieren. Das kann sein, weil ich jetzt in diesem Moment gerade irgendwie eine Aufgabe habe, wo ich merke, ich muss da mal was verstehen, dann gehe ich rein und habe eine konkrete Hilfe. Oder aber auch, ich möchte mich tatsächlich fortbilden, intrinsisch motiviert, weil ich möchte mich auch beruflich verändern. Das Besondere, und da bin ich auch sehr stolz drüber, wir haben gemeinsam auch mit dem Betriebsrat, mit der Unternehmensleitung die Entscheidung getroffen, hier keine Genehmigungsworkflows mehr drin zu haben.
Das heißt, jeder Mitarbeiter kann tatsächlich zu jedem Zeitpunkt da reingehen und das auch machen. Und wir erfassen natürlich die Ergebnisse in der Historie, in der Learning- und Trainings-Historie, dass also jeder Mitarbeiter natürlich auch Zugriff hat und auch mit seinem Vorgesetzten darüber sprechen kann, was ist eigentlich was, was mich noch weiter interessiert, was möchte ich vielleicht vertiefen, weil Lernen über Data Science, das können Sie eine Stunde lang auch natürlich über ein Video machen, aber so richtig Anwendung, das ist dann nochmal ein ganz anderer Schritt. Digital Workplace und ESN hatte ich schon erwähnt, ist glaube ich auch nochmal ein Komplex für sich. Die Einführung des Digital Workplace, zum Beispiel MS Teams oder Enterprise Social Networks, sind Methodiken, die Menschen in Verbindung bringen, über ihre eigenen Abteilungen hinaus. Und das ist das, was uns unglaublich hilft, gerade in der internationalen Zusammenarbeit, dass wir relativ simpel jetzt die Möglichkeit haben, Mitarbeiter zusammenzubringen und die in diesen, mit Hilfe dieses Tools genau genommen, an denselben Dokumenten und Projekten arbeiten, ständig auf Stand sind, was eigentlich gerade läuft. Also ist sicherlich für mich ein wesentlicher Enabler zum Thema Partizipation. Wie kann ich Mitarbeiter mit auf die Reise nehmen in dem Bereich digitale Transformation? WeSolve, auch noch eine spannende Plattform, ist mal gestartet aus diesem Gedanken heraus. Wenn Bayer wüsste, was Bayer weiß, das können Sie jetzt auch übertragen auf Ihre eigene Firma, das kennen Sie, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in Ihrem Unternehmen Leute haben, die eine Antwort auf ein Problem können, ist relativ hoch. Aber wie kriegen Sie das, die Frage und die Antwort zusammen? Und das ist WeSolve. Ich habe also ein Problem, dann gehe ich zu jemandem, einem WeSolve-Coach, der hilft mir, die Frage so zu fragen, dass sie verständlich ist. Und dann wird das gepostet. Und wir haben bis dato über 20.000 Mitarbeiter, die sich aktiv daran beteiligt haben, Lösungen zu finden auf Fragen, weil sie es schon mal gemacht haben, weil sie jemanden kennen oder einfach nur, weil sie kreativ sind. Ja, weil sie einfach spannende Ideen haben. Und das ist auch immer ganz spannend, wenn man dann plötzlich feststellt, wer von uns kennt eigentlich IoT, nur so als Beispiel. Dann gucken sie in die Mannschaft rein, finden aber irgendwie nicht so richtig Daten, die ihnen sagen können, wer hat IoT-Erfahrung. Und dann meldet sich ein Mitarbeiter, der zu Hause in seiner Freizeit mit Smart Home das alles selber gemacht hat und ein absoluter IoT-Spezialist ist, aber in einem Bereich arbeitet, der vielleicht IT-Infrastruktur macht. Und solche Leute können wir hier zusammenbringen. Und 5Q5A Digital finden Sie auch auf Twitter als Hashtag, ganz spannend. Da haben wir uns einfach mal die Frage gestellt, wir neigen dazu, relativ schnell Antworten zu finden. Also es gibt dann immer diese Ja-Nein-Antwort, ich weiß das. Im Bereich digitale Transformation gibt es aber im Zweifel nicht die richtige Antwort. Das heißt, das ist so ein Format, was wir jetzt als Interviewformat eingeführt haben, wo wir Menschen dazu fragen, was bedeutet eigentlich digitale Transformation für dich? Oder beschreib doch mal deine persönliche Vision, wie sieht Digital Health eigentlich aus? Oder was ist das beste Startup, was du in den letzten Wochen gesehen hast? Und dann kriegen sie eine Vielzahl von Antworten, die unheimlich inspirierend sind. Und die Frage, die wir immer stellen, ist, was kannst du persönlich tun, um Change vorzuleben? Und das ist auch ganz spannend. Also wir sind davon überzeugt, dass es nicht mehr die eine Antwort gibt, aber dass dieses Crowdsourcing von ganz, ganz vielen verschiedenen Antworten am Ende uns einen Schritt weiterbringt. Steigen wir noch mal ein bisschen tiefer ein. Was haben wir gemacht? Wir haben sogenannte Innovation Coaches aufgesetzt. Wir haben mittlerweile über 800 Innovation Coaches weltweit. Und das sind nicht klassische HRler. Und ich muss auch gestehen, das war keine HR-Arbeit. Sondern aus unserer Innovationsabteilung heraus haben die Kollegen sich überlegt, na Moment, Innovationsmethodiken gibt es viele, ob das jetzt Systematic Inventive Thinking, Design Thinking, Lean Startup oder Agile oder was auch immer ist. Da gibt es Methodiken, die kann man lernen. Und klassischerweise hätte man in seiner Abteilung, wenn man das braucht, jemanden ausgebildet und der kann das dann, aber der wendet das relativ wenig an. Und die Idee dahinter war einfach, wir bauen ein Netzwerk auf von 800 Innovation Coaches. Das sind Leute, die eine Begeisterung dafür haben. Und die verwenden 10-20% ihrer Zeit dafür, einen beliebigen anderen Bereich, das kann auch der eigene sein, meine persönliche Meinung dazu ist, der andere ist immer besser, ist ein anderer Blick auf die Dinge, in solchen Innovationsprozessen zu begleiten. Also von so einer ersten Idee, wie kann ich das eigentlich machen, wie kann ich Innovationsmethodik einsetzen. 800 Coaches weltweit und jetzt ist es immer so die Frage, wenn Sie dann diese Coaches weltweit irgendwo im Business haben, wie steuern Sie die? Wir haben denen auf der Führungsebene 80 Innovation Ambassadors aber gegenübergestellt, ist das falsche Wort, weil das ist ja ein Miteinander. Also die haben wir zusammengebracht, wir haben also 80 Executives oder Senior Leaders, die Innovation Ambassadors sind, die das dann auch fördern, weil sowas braucht natürlich auch Zeit und Commitment. Was machen die? Die machen zum Beispiel so Mini-Sessions. Also sie haben in ihrem Bereich die Idee,
Sie haben ein Problem, das Sie gerne lösen wollen. Und gut, wenn das Problem einfach zu lösen wäre, brauchen Sie das vielleicht nicht, aber häufig sind diese Probleme halt nicht einfach zu lösen. Also gehen Sie auf einen dieser Innovation Coaches zu. Ja, Sie sind der Topic Owner, Sie holen sich einen Innovation Coach und gemeinsam überlegen Sie, wer kann mir eigentlich dabei helfen, mal eine andere Perspektive darauf zu bekommen. Ja, und dann kann das durchaus sein, dass wenn Sie im Bereich Healthcare arbeiten, dass jemand aus dem Crop Science Bereich oder Sie sind im HR-Bereich und vielleicht ist das jemand aus Finance oder Controlling, spielt überhaupt keine Rolle. Je diverser die Leute auch sind, desto besser sind die Ergebnisse. Der Innovation Coach mit all seiner Methodik ist dann in der Lage, diesen Prozess so zu steuern, dass das Problem tatsächlich auch mal richtig beschrieben wird. Das kann auch dazu führen, festzustellen, dass es in Wirklichkeit kein wirkliches Problem ist. Und dann auch die nächsten Schritte zu machen. Und auch das ist natürlich dann die Frage, so eine Session, wo ich mein Problem identifiziere, ist das eine, wie komme ich jetzt eigentlich weiter? Und die Herausforderung, die Sie immer haben, bei ganz vielen tollen Ideen ist, am Anfang ist ein relativ großes Risiko da drin. Ja, und Sie müssen natürlich aus Geschäftssicht gucken, dass wenn Sie mit solchen neuen Ideen, gerade wenn es jetzt um Produktideen oder Themen geht, dass Sie das Risiko rausnehmen. Und dazu gibt es dann eben diese verschiedenen Themen. Ich hatte gesagt, bei dem Ideation, We Solve a Mini-Session, sondern gibt es zum Beispiel so eine Catalyst-Box. Da können Sie sich drauf bewerben und dann kriegen Sie erstmal 500 Euro und ein paar Leute, die Ahnung haben und entwickeln ein erstes Minimum Viable Product. Also Sie haben die Idee, Sie wollen eine App programmieren für einen Kunden, um dem ein Problem zu lösen. Das kann ich dem zwar erklären, besser als ich habe irgendwie ein Mockup. Also ich mal das mal. Da brauche ich nicht viel Geld für, auch nicht viel Zeit für, aber ich brauche jemanden, der es kann. Also bringen wir diese Leute zusammen, gucken sie das an und gehen dann an den Kunden raus. Das kann auch der interne Kunde sein, das muss nicht der externe sein. Und dann gucken wir mal, was sagt der Kunde eigentlich dazu? Also was ist das Minimum Viable Product? Wie gehe ich damit eigentlich weiter? Wenn ich dann feststelle, das ist wirklich was mehr Potenzial hat, dann braucht es mehr Commitment. Dann sind wir im Bereich Catalyst Fund. Das können dann auch mal 50.000 Euro sein. Da geht es aber tatsächlich auch darum, einen konkreten Business-Sponsor zu kriegen, weil die Mitarbeiter, die dann daran arbeiten, machen das dezidiert eine gewisse Prozentzahl ihres Jobs. Also das macht man nicht mehr on top mal eben, sondern das ist dann wirklich das Commitment. Und da haben wir dann ein separates Funding, um das voranzubringen und tatsächlich dann so weit zu entwickeln, dass wir tatsächlich feststellen können, schafft das einen Unterschied in der Art und Weise, wie wir dieses Problem tatsächlich gelöst haben. Und Incubation in den Live-Hubs. Wir haben verschiedene Live-Hubs in der Welt, in Boston, in Singapur, in den USA, in Israel, in Osaka. Da nutzen wir Netzwerke in den verschiedenen Bereichen, um Experten zusammenzuziehen, intern wie extern, und tatsächlich zu überlegen, wie bringen wir das jetzt in den Markt. Und manchmal gibt es da auch ganz interessante Lösungen, wo halt Externe dann nochmal drauf gucken, die eine ganz andere Lösung haben, als das, was man intern sich angucken kann. Also das zum Thema De-Risking. Wie kann ich eigentlich Mitarbeiter systematisch auf die Reise nehmen, digitale Innovation voranzutreiben? Und das ist Lernen. Also wenn Sie mit den Leuten sprechen, die haben keinen einzigen Kurs gemacht, die haben auch kein Video angeguckt, aber was die in diesen Prozessen lernen, durch die Art und Weise, wie diese Methodik angewendet wird, durch die Art und Weise, wie Technologie funktioniert, weil die halt ganz konkret auch an kleinen Minimum Viable Products mit zum Beispiel einem App-Entwickler zusammenkommen. Das ist dann das, wo Menschen sich tatsächlich weiterentwickeln können. So, es ist natürlich jetzt all das, was wir machen, da kommen dann tolle Produkte raus, eine Kampagne, die wir dazu gefahren haben, und jetzt sind das natürlich nicht nur Ideen, die da rauskommen, sondern die sich generieren, das ist der Digital Innovation Award. Wir können uns ja mal anschauen, was unsere Vorstandsmitglieder dazu gesagt haben. Hello everybody, on behalf of the Board of Management, I'd like to welcome you to the Digital Innovation Awards. It's just so exciting to see all these wonderful projects that have been submitted for this year. Winning teams have emerged from more than 200 applicant teams across 38 countries, and that is almost twice as much as we had last year, and I clearly think that is underscoring how well we are driving digital transformation and digital solutions within Bayer. Store.
Our project is working because we started with a business problem and we found great business partners who are passionate about change. The winner is Project ICCTPH. The most amazing thing about that project was the team effort. We had people from Toronto, Pittsburgh, Leverkusen and Berlin working closely together to make this a success. Our employees are really doing fantastic things in digital. And today, we are rewarding those international innovations who A, are new to Bayer, B, bring value to our customers as well as to our company, and C, promote the culture of experimentation and really risk-taking. It's something that helped us to learn. Never overlooked any small idea. People's choiceable, so let me explain it. It's pretty simple. The people chose. I especially want to congratulate the top innovation projects recognized here today for the value they are bringing to our customer experiences, our operations, and their contribution to the tough task of creating new business models. You are the ones who are helping create our path forward for the future. Hello everybody, on behalf of the Board of Management. Das, was Sie gesehen haben, das finde ich einfach ganz spannend, ist, das eine ist, diese Projekte zu machen, das andere ist, offen darüber zu sprechen. Und es ist nicht nur, dass wir so viele Projekte aus der ganzen Welt haben, häufig die auch grenzübergreifend durchgeführt worden sind, sondern dieser People Choice Award zum Beispiel war auch eine extrem gute Idee, sage ich mal, in der Art und Weise, wie kriege ich eigentlich Mitarbeiter da rein. Weil wir unsere Mitarbeiter aufgefordert haben zu sagen, guckt euch diese kurzen Videos an. Es gab zu jedem dieser Projekte, gab es kurze Videos, 2-3 Minuten. Gucken sich die an, bewerten sie, was ist das Projekt, was sie am spannendsten finden. Was dabei passiert ist, Mitarbeiter lernen. Mitarbeiter lernen, welche digitalen Lösungen eigentlich möglich sind. Und wir haben auch, und das ist jetzt hier in dem Video nicht wirklich drin zu sehen gewesen, aber natürlich haben wir auch den Fail Forward Award. Was haben wir eigentlich gelernt? Welches Projekt hat nicht funktioniert? Aber was können wir als Organisation daraus lernen, um in Zukunft noch erfolgreicher zu sein? Und das ist eigentlich auch die perfekte Überleitung zum Thema, was passiert sonst noch? Die Innovation Coaches, die ausgebildet worden sind, da gab es dann irgendwann so die Idee, wie kriegen wir eigentlich die Menschen noch weiter in den Austausch? Und dann haben die sich überlegt, wir machen sogenannte iMeetup-Events. Also wenn Sie den Hashtag iMeetup eingeben bei Twitter, dann finden Sie da so ein paar Impressionen von. Und das hat angefangen mit ein paar Innovation Coaches, das wird immer größer. Wir publizieren das bei uns im Intranet und immer mehr Menschen gehen da eigentlich hin und gucken sich das an. Und das Spannende ist, die Themen geben wir gar nicht vor, sondern die Themen kommen von den Mitarbeitern selber. Und dann kommt ein Mitarbeiter und sagt, wir müssen mal über Lernkultur oder Fehlerkultur sprechen, weil das ist zwar irgendwie ganz toll, dass ihr hier so eine Catalyst-Box oder SIT-Mini-Sessions macht, aber mein Projekt war nicht erfolgreich und das hat sich für mich ziemlich doof angefühlt. Wie geht es eigentlich den anderen damit? Und wie gehen wir damit eigentlich um? Was heißt eigentlich Safe-to-Fail-Experimentation? Gerade in so einem Unternehmen, wo wir sind, wo es sehr stark validiert ist, wo Fehler nicht passieren dürfen. Sie können nicht überall experimentieren. Das sollten Sie niemals tun. Wenn Sie es aber tun, sehr diszipliniert, es ist völlig in Ordnung, dass wenn so ein Safe-to-Fail-Experiment nicht funktioniert, dann ist das in Ordnung, aber nur, wenn Sie alles dafür getan haben, auch tatsächlich die richtigen Leute an den Tisch zu bringen. Ja, und wir müssen einfach ganz ehrlich miteinander sein, dass wenn wir anfangen, neue digitale Transformationsprojekte voranzutreiben, dass das auch wirklich normal sein kann, dass diese nicht funktionieren. Und am Ende, wie können wir das umdrehen, dass wir daraus lernen? Und das ist eine super Plattform, wo sich dann Menschen miteinander treffen und darüber sprechen, was haben wir eigentlich gelernt? Also das Lernen bleibt nicht nur bei mir und bei meinem Projektteam, sondern ich schaffe einen Raum, wo auch andere, die Interesse an diesen Themen haben, miteinander lernen. Oder Digital Learning. Das war ein spannendes Thema. Da hat, wir promoten natürlich, wir haben die E-Learning-Plattform und Sie haben Videos jederzeit. Und dann kennen Sie das selber. Wann haben Sie das letzte Mal wirklich sich Zeit genommen, so ein E-Learning oder ein WBT, und ich spreche jetzt nicht von Mandatory Compliance WBTs, sondern wann haben Sie wirklich mal sich die Zeit genommen zu lernen?
Und wie lernen Sie eigentlich? Es gibt Leute, die lernen über YouTube, es gibt Leute, die lernen auf Twitter oder LinkedIn. Wie lerne ich eigentlich? Und es gibt immer dieses Missverständnis, ist zu jeder Zeit verfügbar, heißt nicht, dass ich auch Zeit dafür habe. Also wie nehme ich mir eigentlich Zeit? Und da haben wir dann Kollegen mitgebracht, oder die Kollegen haben es selbst organisiert, besser gesagt, die haben sich darüber ausgetauscht erstmal, was haben wir eigentlich bei Bayer, was bieten wir euch eigentlich an? Und dann haben die Mitarbeiter miteinander gesprochen, was ist eigentlich meine Strategie, damit ich Zeit habe, um zu lernen? Ja, also zum Beispiel jeden Montagmorgen von 8 bis 9 ist mein Kalender geblockt, da nehme ich keine Meetings an, da lese ich auch keine E-Mails, da lerne ich nur. Das mag nicht für jeden passen, darum geht es auch gar nicht, aber durch diesen Austausch haben die Mitarbeiter sind miteinander in Kontakt zu kommen, eigene Strategien zu entwickeln, wie lerne ich eigentlich? Reverse Mentoring. Es wird immer viel darüber diskutiert und wir hatten im Vorgespräch hatten wir schon mal die Frage, wie sieht denn das eigentlich aus? Ist das eine Frage des Alters, digitale Transformation und so diese Openness und Experimentation, ist das eine Frage des Alters? Aus meiner persönlichen Erfahrung, nein. Ich habe mit durchaus 60-jährigen IT-Leitern gesprochen, die voller Passion dabei waren und das total spannend fanden. Und ich habe mit ganz jungen Kollegen gesprochen, für die das alles nicht so wirklich interessant war. Nichtsdestotrotz ist es so, dass junge Menschen, die ganz ambitioniert und enthusiastisch solche digitalen Ideen vorantreiben wollen, digitale Informationen vorantreiben wollen, in einem Großkonzern an der einen oder anderen Stelle über Hürden springen müssen, sagen wir es mal so. Und dann gibt es Leute, die haben das schon gemacht. Das sind meistens erfahrenere Mitarbeiter. Die kennen sich ja aus, die wissen, wen man ansprechen kann, die wissen, wie Prozesse laufen. Umgekehrt, wen fragen Sie eigentlich in Ihrem Unternehmen, wenn Sie eine spezifische Frage haben, die Sie sich nicht wirklich trauen, in der ganzen Mannschaft zu setzen? Wäre es nicht gut, jemanden zu haben, ein junges Talent, das vielleicht Ahnung hat von einer gewissen Technologie oder auch einfach mal, es kann auch um die eigenen Erwartungen an das Unternehmen gehen. Wie möchte ich eigentlich geführt werden als junger Mitarbeiter? Und das ist ein Thema, wo Reverse Mentoring einen riesen Vorteil bringt, wo wir mittlerweile über 602 Teilnehmer haben, 37 Länder. Sie sehen gleich, das ist bei uns immer relativ schnell global, über alle Jobgroups. Also wir mischen natürlich auch. Häufig oder fast immer ist es so, dass es übergreifend ist über die Funktion, wo dann eher jüngere Mitarbeiter mit eher erfahreneren Mitarbeitern zusammenkommen und sich anhand selbstgewählten Themen dann austauschen und voneinander lernen, über einen Zeitraum von 6 bis 9 Monaten, mindestens einmal im Monat. Aber auch da setzen wir auf Vertrauen und Empowerment. Sie können einen Rahmen setzen, aber was die Leute daraus machen, das liegt in Ihrer Hand. Die Bilder, die Sie hier sehen, das ist zum Beispiel ein Kollege, der hat dann seinen ersten LinkedIn-Blog geschrieben, weil er mal wissen wollte, was das eigentlich ist. Und er hat ganz tolles Feedback gekriegt und ganz viele Leute haben darauf geantwortet, haben es geliked und plötzlich hat er verstanden, was eigentlich soziale Interaktion in sozialen Netzwerken ist. Es war sicherlich nicht der letzte, den er geschrieben hat. Also es geht um ganz unterschiedliche Themen, die die Leute lernen müssen und auch das muss jeder für sich selber entscheiden. Working Out Loud, ja, das ist so ein Herzensthema für mich. Sabine Kluge macht, glaube ich, ein paar Workshops zum Thema Working Out Loud, hier auch noch auf der Zukunft Personal. Was ist Working Out Loud? Als Methode ist, letztes Jahr war John Stepper hier, gibt es ein Video noch, können Sie sich auch auf YouTube noch angucken. Ich sehe da hinten ein Nicken. Working Out Loud, da geht es letztendlich darum, dass 4 bis 5 Mitarbeiter sich zusammen auf die Reise machen, in einem Circle und ein eigenes Ziel verfolgen. Das heißt, wenn mein Ziel zum Beispiel ist, ich möchte mehr über eine gewisse Technologie verstehen, dann gehe ich mit diesem Ziel in diesen Circle. Die Mitarbeiter in diesem Circle treffen sich 12-mal eine Stunde, haben einen sogenannten Circle Guide. Da sind Übungen vorgeschlagen. Eine der ersten Übungen ist, wer kann mir eigentlich dabei helfen? Ja, dann kann ich für mich selber aufschreiben, ja, ich kenne so 1, 2, 3 Kollegen, die könnten mir wahrscheinlich dabei helfen. Viel spannender ist es allerdings, dass ich ja 4 andere Kollegen habe und die würfeln wir natürlich so zusammen, dass sie nicht aus einem eigenen Bereich kommen, sondern möglichst divers und international sind. Und die bringen ihre eigenen Netzwerke rein. Sie kennen die Dunbar Number, jeder hat 150 Kontakte. Wenn Sie also 5 Leute zusammenbringen, dann haben Sie plötzlich 750 Kontaktpunkte für Sie als Einzelperson. Das heißt, Sie haben Ihr Netzwerk mal eben verfünffacht an potenziellen Menschen, die Ihnen dabei helfen können, das zu erreichen. Gleichzeitig lernen die Mitarbeiter dabei den Umgang mit ESN, Enterprise Social Network, mit Social Media, mit Twitter, mit LinkedIn. Sie lernen darüber, wie kann ich eigentlich andere Menschen ansprechen. Und es geht sehr viel auch darum, wie kann ich eigentlich anderen helfen. Also ich gehe nicht nur mit meinem eigenen Growth Mindset da rein, ich möchte etwas lernen, sondern wie kann ich das, was ich weiß, eigentlich anderen zur Verfügung stellen und damit Mehrwert fürs Unternehmen bieten?
indem ich darüber schreibe, indem ich einen Blog schreibe. Ich habe am Anfang letzter Woche einfach einen Blog darüber geschrieben, ja, viele fragen sich im Moment, was ist der Unterschied zwischen ESN und MS Teams? Das sind zwei unterschiedliche Tools, aber aus meiner persönlichen Erfahrung. Das habe ich gepostet, ich habe mehrere tausend Views, 150 Likes, wo Leute sagen, ah, das ist toll zusammengefasst, einfach mal eine kurze Beschreibung. Das kann aber jeder tun. Sabine Kluge sagt immer, wenn alle nur lesen, wer schreibt dann? Wie kann ich diese Hürde überwinden, tatsächlich mal zu schreiben zum Beispiel? Also, Working Out Loud, eine Methode zur Vernetzung von Mitarbeitern und Erlernen von digitalen Kompetenzen. Wir machen das in zweierlei Hinsicht. Wir haben eine Plattform, wo die Leute sich einloggen können und sich registrieren können, darüber hinaus. Auch hier wieder so ein Konzept, das sehen Sie auf den Fotos, Workshops machen. Einfach, es gibt viele Lernmethoden, die sind für den einen richtig, für den anderen nicht. Aber machen Sie doch einfach einen Workshop, stellen Sie die Methode kurz vor. Erstmal kommen höchstwahrscheinlich sowieso nur die, die irgendwie Lust haben, mal was ganz Neues zu machen und sich auf eine ganz neue Lernreise zu begeben. Und darüber hinaus erleben wir, dass eben gerade dort, weil so unterschiedliche Leute zusammenkommen, plötzlich dann diese Circle auch tatsächlich entstehen und die Leute sich dann alleine auf die Reise machen. Also, kann ich nur empfehlen, auch aus persönlicher Erfahrung. Und dann auch noch etwas, wo ich glaube, wir als HR eine Verantwortung haben, die Art und Weise, wie wir Lernen anbieten, zwar in einem gewissen Rahmen zu gestalten und trotzdem den Mitarbeiter einzuladen, hier das dann so zu machen, wie sie es für richtig halten. Und das sind die sogenannten Digital Masterclasses oder Virtual Unconferences. Das Format ist relativ simpel. Wir stellen zur Verfügung eine Kamera, Streaming, ist ein Streaming, Video Capturing, also dass das als Video aufgezeichnet wird. Das findet manchmal in einem Raum statt, manchmal aber auch Bestandteil eines Events. Und dort sprechen Mitarbeiter über ihre Erfahrungen. Also Brand Building in the Digital Age. Wie kann ich eigentlich Markenbildung in der digitalen Welt vorantreiben? Was bedeutet eigentlich Agility? Warum kann Blockchain relevant sein? Und die Leute, die das machen, sind Leute, die genau das in ihrem Tagesgeschäft tun. Das heißt, die wenden diese Sachen an und berichten dann darüber. Und die werden immer live gestreamt. Da kann man auch Fragen und Antworten natürlich darüber spielen. Und danach geht das Ganze als ein Lernvideo auf unsere Plattform. Und wenn ich Interesse daran habe, dann kann ich zu jedem Zeitpunkt da reingehen und mir das nochmal angucken. Also Vernetzen von Mitarbeitern und voneinander lernen in einer ganz modernen, neuen Art. Und am Ende, und das ist so die Erfahrung, die wir unter anderem auch gemacht haben, wenn Sie jetzt mit einem Executive Team zum Beispiel über Data Science sprechen, dann können Sie das anhand von Folien tun. Das bringt aber meistens nicht so viel. Viel besser ist es, Data Scientists einfach mal mitzubringen. Und das nennen wir dann zum Beispiel Show and Tell oder Eye Breaks oder Eye Visits wäre dann, ich gehe irgendwo hin und gucke mir dort irgendwas an. Also ich bringe mal ein Data Science Team zusammen mit einem Senior Leadership Team und die zeigen ganz konkret, wie arbeiten sie eigentlich? Welche anderen Ergebnisse kann ich dadurch erzeugen? Wie können wir gewisse Glaubenssätze zum Beispiel anhand von Daten widerlegen oder bestätigen? Wie funktioniert eigentlich Data-Driven Decision-Making an ganz konkreten Workshops? Ja, und Sie können natürlich, wir hatten gerade in dem Video Gaban Jate ist ausgezeichnet worden als one of the top 10 digital plants in the world, also digital Produktionsanlagen in der Welt. Da wird Virtual Reality, Brillen werden dort eingesetzt. Das können Sie natürlich dort an der Site. Es ist logisch, an anderen Sites ist das irgendwie erstmal nicht wirklich greifbar. So lange, bis man in der Mittagspause dahin geht, das mal dahin stellt und die das mal ausprobieren können. Dann wird es greifbar. Was heißt das eigentlich? Also auch das, wie bringe ich meine Mitarbeiter mit auf die Reise, einladen, das Technologie tatsächlich zu erfahren, vielleicht auch mal so eine Drohne selber zu fliegen. Gar nicht so einfach, kann man trotzdem schnell lernen. Aber dann wird es wirklich greifbar und Sie sind weg von dem klassischen Storytelling, dass da ein tolles Projekt gelaufen ist. Eine ganz Vielzahl von verschiedenen Formaten und Themen, die wir dort anbieten. Was ist für mich persönlich und aus unserer Erfahrung wichtig? Verhaltensänderung beginnt mit uns selbst. Ich fange nicht an, einen Mitarbeiter darum zu bitten, jetzt plötzlich digitale Kollaborationstools zu nutzen oder die Videokamera anzumachen, wenn ich einen Skype-Call habe, wenn ich es nicht selber tue. Das heißt, es beginnt immer mit mir selbst. Ich kann auch mit meinen Mitarbeitern, wenn ich meinen Mitarbeitern immer sage, ihr müsst mal lernen, aber selber nicht davon erzählen kann, was ich eigentlich gerade gelernt habe, ist irgendwie auch ein schlechter Start. Also, die Verhaltensänderung beginnt immer mit mir selbst. Das Zweite, nicht mehr von dem machen, was man immer schon gemacht hat, sondern wirklich mal überlegen, welche neuen Formate kann ich eigentlich nutzen. Es gibt ganz klassische Change-Formate oder Lernformate, aber gerade die neuen, die aus den
aus den Mitarbeiterideen kommen, sind vielleicht die, die tatsächlich den Unterschied machen. Und es geht nicht um entweder oder, es geht für mich immer um das und. Ein anderer ganz wichtiger Punkt, und das ist so die große Herausforderung, wenn Sie über ein globales Unternehmen oder auch ein lokales Unternehmen sprechen mit unterschiedlichen Bereichen. Die Bedürfnisse der Mitarbeiter sind unterschiedlich. Und Sie können da nur sehr bedingt drauf schauen. Die Leute, die es wirklich wissen, wie es dort aussieht, sind die Leute, die in dieser Abteilung arbeiten. Also suchen Sie sich Verbündete in diesen Abteilungen, die dann vor Ort das tun, was tatsächlich erforderlich ist. Das sind dann Change Agents zum Beispiel, die wir haben. Es ist immer ein Team-Effort, da habe ich schon viel drüber gesprochen. Es geht immer um unterschiedliche Perspektiven. Change-Kommunikation muss immer transparent sein. Und am Ende, es geht immer um den Dialog. Wir müssen miteinander sprechen, funktionsübergreifend, bereichsübergreifend. Wir müssen gemeinsam lernen und wir müssen auch einfach verstehen, was sind die Ängste von Mitarbeitern. Weil wenn wir das verstanden haben, dann können wir die mit auf die Reise nehmen und ihnen auch Angebote machen, welche Möglichkeiten es gibt, sich weiterzuentwickeln. Ja, und dann Balance for Success. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die wir im Moment haben und die haben wir, glaube ich, alle. Das Stichwort ist Ambidextrie. Nicht das Tagesgeschäft aus den Augen verlieren. Sie können nicht alles machen, Sie können nicht überall Innovation vorantreiben, sondern das Tagesgeschäft muss erfolgreich laufen. Aber auf der anderen Seite sorgen Sie dafür, dass im Tagesgeschäft immer noch genug Luft bleibt, dezidiert an Projekten zu arbeiten, an neuen Lösungen zu arbeiten und dann gemeinsam den nächsten Schritt zu gehen. Also wie mache ich Fokus aufs heutige Geschäft und verliere gleichzeitig die Zukunft nicht aus den Augen? 1,3 Millionen Jobs in den nächsten 5 Jahren weg, 2,3 hat Hubertus Heil gesagt, das ist eine relativ kurze Zeit. Unter dem Druck, unter dem alle stehen, wir müssen unsere Zahlen, unsere Ergebnisse liefern, wichtig, aber bitte die Zukunft nicht aus den Augen verlieren. Genau. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kohlberg. Ich frage erstmal in die Runde, ob schon jemand eine Frage formuliert hat. Gibt es eine Frage? Nein. Okay, ich starte wieder mit einer Frage. Es ist ja so, wenn ich die Vorträge höre, und ich höre sehr viele Vorträge, dass natürlich Firmen oder Unternehmen auch versuchen, Best-Practice-Beispiele darzustellen, wovon man auch viel lernen kann. Aber manchmal würde ich mir wünschen, dass man so ein bisschen mehr auch über die Konflikte spricht. Also tatsächlich auch den Punkt, wo komme ich nicht weiter und was sind auch meine Probleme. Die Frage, gibt es hier etwas, wo Sie noch was beizutragen haben? Weil das ist ja schon beeindruckend, ein riesiges Tool, das Sie da haben und man sitzt da und denkt, okay, also ich wüsste jetzt gar nicht, was Sie eigentlich noch machen könnten. Ja, ja also ich glaube, dass das man einfach sagen muss, das ist so ein iMeetup-Konzept, wie wir das machen. Da bin ich in der Lage, das in meiner Rolle oder mit den Kollegen in einer gewissen Art und Weise zu scalen. Das heißt, das kann ich hier am Hauptstandort in Leverkusen machen, das kann ich in Berlin machen, vielleicht auch in Basel, aber wenn es dann in die Welt rausgeht, dann kann ich versuchen, andere Leute darüber zu engagieren, etwas Ähnliches zu tun, was sie machen können. Ob sie es tatsächlich tun, weiß ich nicht. Und was ich tatsächlich feststelle, ist, dass wir ganz viel haben, aber es sind eben auch häufig dieselben Mitarbeiter, die das dann nutzen. Ja, also wir haben einfach Menschen, das gibt es auch in jedem Unternehmen, es gibt Menschen, die haben Enthusiasmus dafür, die haben Interesse, die treiben das. Können wir eine gewisse Prozentzahl geben oder auch nicht. Dann gibt es eine ganze Menge an Leuten, die sagen, ja, das klingt ganz interessant, aber ich weiß noch nicht, ob mich das betrifft. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch die sagen, also diese ganze Thematik, jetzt haben wir hier Data Privacy und Data Security Themen, die auch immer wieder auftreten. Was heißt das eigentlich? Ist das wirklich das Wichtige? Die haben wir auch. Und insofern gibt es, glaube ich, tatsächlich muss man einfach auch sagen, das ist ein langer Prozess. Es ist schön zu sagen, wir haben da solche Reverse Mentoring und da sind jetzt 600 Leute drin, aber wie viele andere haben es halt nicht gemacht, weil sie noch gar nicht bereit sind dafür. Mhm. Und da wünscht man sich immer, das noch mehr zu machen, aber das klappt halt leider manchmal nicht. Und wie geht man dann davor, wenn man einfach merkt, da sind Mitarbeiter, die sind sehr schwierig, bis gar nicht zu öffnen dafür? Also sagen Sie dann, Sie geben sich dann eine gewisse Zeit mit denen oder wie geht man damit um? Sprechen, miteinander sprechen. Also ich glaube, das ist das, was viele von unseren Kollegen machen, ganz viel miteinander sprechen. Das einfach auch zu verstehen, auch in der Hoffnung, dass die sich dann anstecken lassen von diesem Enthusiasmus und sagen, ja, das, also das klingt dann doch irgendwie überzeugend.
es ist ein langer Prozess. Und also wer jetzt behauptet, das ist einfach und damit hat man eine digitale Transformation geschafft, der sagt auch nicht unbedingt die Wahrheit. Ich glaube, es sind viele Angebote, die man machen kann. Am Ende sind wir zurück bei intrinsischer Motivation. Ja. Und wenn die nicht da ist, hilft nur das Gespräch. Okay, gut. Gibt es mittlerweile eine Frage? Nein. Okay, dann würde ich persönlich die Zeit nutzen, wenn Sie einverstanden sind, dass ich mal so eine übergreifend disziplinäre Frage stelle, weil mich doch auch noch mal interessiert, bei all der Innovation, die Sie umsetzen und auch Technologien, wie Sie die einsetzen. Also wie nutzen Sie die Daten, die Sie zur Verfügung bekommen, vielleicht auch über Kunden, die Produkte von Ihnen, auch pharmazeutische Produkte kaufen? Wie kommen Sie an solche Daten ran, wenn Sie rankommen und wie verwenden Sie die? Also vielleicht, wie ergeben sich auch neue Geschäftsmodelle? Ganz ehrlich, die kann ich Ihnen so nicht dezidiert beantworten, weil ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Anwendungsfälle. Faktisch ist es aber so, wenn Sie so ein Beispiel nehmen, wir hatten dieses CTEF AI-Projekt, wo es darum geht, dass zum Beispiel Daten von CT-Scans verwendet werden. Diese Daten, je mehr Daten Sie da dort kriegen, desto besser wird das Ergebnis. Mhm. Ja, weil wenn die Diagnose dann hat, das ist ja eine Hilfestellung, aber wenn Sie tatsächlich die Diagnose haben, hilft Ihnen das, diese Daten tatsächlich noch besser zu nutzen und Patienten besser zu behandeln. Gibt, wie gesagt, ganz unterschiedliche Fälle. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich dann doch wahrscheinlich HRler und nicht der Data Scientist, um das zu beschreiben. Okay, gut. Wunderbar. Herzlichen Dank. Sie stehen auch noch zur Verfügung in der Speaker Lounge, wenn es bilateral dann doch noch Diskussionsbedarf gibt. Herzlichen Dank Ihnen für die Aufmerksamkeit. Und hier geht es dann weiter um, muss ich gerade schauen, 15 Uhr, besten Dank.